Die Kunstbastion ist einfach ein Ort, wo man einfach coole Kurse machen kann, wo man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann und sich auch mit seinen Freunden treffen kann. Und das macht die Kunstbastion auch besonders für mich. Ich muss auf jeden Fall was mit blauer Farbe nehmen, weil hier sind ja so viele. Herzlich willkommen in der Jugendkunstschule Spandau auf der Zitadelle. Das ist eine der ganz wenigen Burgen, die es noch in Berlin gibt, nämlich eine Festung aus der Renaissance. Hallo, mein Name ist Katharine Weber, ich bin eine der Leiterinnen der Jugendkunstschule Spandau. Ich bin Linda Scholz, ich bin die andere Leiterin der Jugendkunstschule. Was wir uns zum Ziel gesetzt haben hier in der Kunstbastion ist, für Kinder und Jugendliche einen Raum zu schaffen, in dem sie ganz viel ausprobieren können, experimentieren können. Hier gibt es keine Noten, hier vergleichen wir uns nicht, sondern hier hat jeder die Möglichkeit, was auszuprobieren. Ich mag die Kunstbastion sehr, da kann man Sachen machen, also künstlerische Sachen machen, die man zu Hause nicht machen kann. Mir gefällt an der Kunstbastion, dass man viele Sachen sich aussuchen kann, die man gerne machen möchte und dass man seinen Schuh hier zum Beispiel so gestalten kann, wie man will. Was wir festgestellt haben, ist, dass die Kinder und Jugendlichen auch ein ganz großes Interesse daran haben, ihre eigene Umwelt zu gestalten, also zu designen. Und deswegen haben wir eben auch ganz viele Kurse im Angebot, wo sie ihre eigenen Schmuckstücke herstellen können oder ihre Turnschuhe designen können. Das ist Magic Marble, nennt sich das Ganze. Das ist Eierfarbe. Ihr tunkt ein, wendet und passt auf, dass ihr hier vorne die Farbe mitnehmt. Ja? Ganz, super gemacht. Nicht mehr. Super gemacht. Hinten ist ein bisschen weniger. Da der Werkunterricht abgeschafft wurde, wollen viele Lehrer mit ihren Klassen zu uns kommen, um hier ganz viele Sachen auszuprobieren und Sachen zu machen, die sie sonst in der Schule nicht machen können. Zum Beispiel an Staffeleien großformatig arbeiten. Und wir haben hier in der Jugendkunstschule sehr schöne große Räume. Einen Malersaal, eine Keramikwerkstatt und einen Galerieflur, wo man schöne Bilder zeigen kann. Wir haben auch ein Fotolabor und eine Siebdruckwerkstatt. Wir haben aber auch eine Außenstation und die ist in der Naturschutzstation am Haneberg. Das Tolle dort ist, dass man dort zusammen mit dem Schäfer Kurse machen kann, mit einem Märchenerzähler in einem Märchenwald. Hi, mein Ding ist Musik, Malen und Video-Workshops. Wir haben ein tolles Team, das besteht aus 30 Kollegen und Kolleginnen. Das sind Kunststudenten, Designer, natürlich Kunstpädagogen. Ich bin Kunststudentin und mache hier in der Kunstbastion vor allem Vormittagsworkshops, Schulklassenworkshops. Mein persönlicher Fokus liegt im architektonischen Bereich. Ich mache hier die Kinder- und Jugendlichenkurse Keramik. Ich mache vor allem Nachmittagsworkshops, das offene Atelier zum Beispiel. Hallo, ich bin Fiona und ich mache hier mein FSJ Kultur. Bestimmt ein Viertel unserer Kursleiter sind Schüler, die quasi selber hier an der Jugendkunstschule Kurse gemacht haben, die dann erfolgreich beim Studium aufgenommen wurden und dann eben ganz anhänglich sind und immer wieder kommen. Hier steht Spandau Jugendkunstschule. Spandau Qingshaonian Yishu学校. Hier können Kinder und Jugendliche eben erfahren, dass Kunst eine universelle Sprache ist. Und deswegen haben wir auch ganz viele internationale Austausche, wo Schüler zum Beispiel aus Frankreich oder aus Japan herkommen und gemeinsam mit unseren Schülern Kunst machen, ohne dass sie sich über die Worte verstehen. Und das ist das Schöne zu beobachten, dass die Verständigung über das Zeichnen oder das gemeinsame Filmen und so weiter stattfindet. Und dann noch bearbeiten, fertig. Für die Älteren haben wir eine Mappenvorbereitung, da kann man seine Mappe fürs Studium erstellen. Man kann hier sogar Akt zeichnen vor einem richtigen, lebendigen Modell. Das Schöne ist, dass hier so viele Kinder aufeinandertreffen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, kulturellen Hintergründen, die halt eins verbindet und das ist es, dass sie gerne gemeinsam Kunst machen. Und das ist total schön zu sehen. Aber
richtig cool geworden. Hey, melde dich unter www.kunstbastion.de an. Alle unsere Kurse sind kostenfrei.